Xiaomi hat den Weltmarkt aufgerollt mit seinen Produkten, hat ganz starke Konkurrenten einfach weggedrängt, innerhalb von kürzester Zeit auch. Xiaomi wächst, Xiaomi hat große Ambitionen, aber trotzdem steht die Aktie seit Monaten unter Druck. Ist es jetzt die große Einstiegschance? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es um Xiaomi. Xiaomi, ich habe es fast immer in der Vergangenheit falsch ausgesprochen und ich mache es jetzt auch nicht wirklich richtig. Ich habe auch diesen Laut einfach nicht. Aber was soll's, ich kriege unter jedem Video hier Kommentare, dass ich noch nicht mal China richtig aussprechen würde. Also wie soll ich da Xiaomi richtig aussprechen? Also egal, diese Aktie, diese chinesische Aktie, du weißt schon wer, die steht stark unter Druck. Wie viele Technologieaktien steht das Unternehmen auch im Spannungsfeld von Regulierungen der Regierung, wobei sie davon wahrscheinlich viel weniger stark betroffen sind als andere chinesische Konzerne. Und sie sind ja auch im Schussfeld gestanden von diesem chinesisch-amerikanischen Konflikt. Also Donald Trump hat die ja auf seine berühmte schwarze Sanktionsliste setzen lassen, angeblich wegen enger Verbindungen zum chinesischen Militär. Und der Witz war dann, Xiaomi hat dagegen geklagt und sie haben dann am Ende auch wirklich Recht bekommen. Und im Zuge von diesem ganzen Verfahren, da hat sich dann auch herausgestellt, dass das US-Verteidigungsministerium, das ja die besten Informationen der Welt haben sollte, dass die dieses Blacklisting ausschließlich begründet haben damit, dass Xiaomi ja auch irgendwie 5G-Technologie entwickelt, was ja sicherlich auch für das Militär irgendwie wichtig ist, und dass der Gründer auch irgendwann mal vom chinesischen Staat eine Ehrenmedaille bekommen hat, zusammen mit 100 anderen Chinesen. Und da fanden dann die US-Richter, dass das als Indiz, dass die wirklich vom Militär kontrolliert werden, dass das dann doch ein bisschen dünn ist. Und für Xiaomi war das Ganze natürlich ein Triumph. Und sie haben außerdem ja auch unglaublich davon profitiert, dass die USA ja auch Huawei so in die Mangel genommen haben. Huawei, der große Konkurrent. Aber mal ganz abgesehen davon, dass dieses Thema auch noch nicht völlig vom Tisch ist, aber die Aktie hat von diesem Triumph auch nicht profitiert oder nur kurz. Hier haben wir den Einjahreschart in Hongkong-Dollar. Xiaomi sind die Jahre vorher natürlich stark gestiegen, aber dann das Allzeithoch, das war dann eben erreicht Anfang Januar. Und seitdem geht es wirklich steil nach unten, kann man sagen. Und sie sind von diesem Höchststand aus jetzt inzwischen auch schon mehr als 40% gefallen. Jetzt kann man natürlich sagen, die meisten chinesischen Technologieaktien sind doch stark gefallen und das stimmt auch. Aber der Hang Seng Tech Index, der hat sich ja zumindest stabilisiert wieder in den letzten Monaten. Und wir haben die letzten Tage auch jetzt nicht nur Zahlen gehabt von Xiaomi, sondern auch von sehr vielen anderen chinesischen Technologiekonzernen. Da ist einiges nicht besonders gut angekommen davon am Markt. Ich kann die jetzt nur leider nicht alle behandeln hier. Was wir aber machen können und was wir auch tun, wir bringen ein Update zu diesen Unternehmen, also zu Alibaba, zu Tencent, JD.com und so weiter nach den Zahlen jetzt in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Also wo stehen wir jetzt bei diesen Aktien? Wer hat gut ausgesehen, wer hat schlecht ausgesehen und wie schätzen wir die jetzt ein nach den Zahlen? Und die Reports von uns, die sind auch gratis. Sie müssen sich einfach nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Video. Aber Xiaomi, im Gegensatz zum Technologiesektor an sich in China, die fallen weiter. Gestern eben nach den Zahlen nochmal runter um fast 7% in Hongkong auf ein neues Jahrestief. Und das ja, obwohl wir unglaublich
positive Entwicklungen gesehen haben, dieses Jahr auch, also die ganze Zeit über. Der Smartphone-Absatz ist zum Beispiel im zweiten Quartal zum Vorjahr nochmal gestiegen um 80%. Und damit sind sie dann in Europa zum Beispiel vor Apple und Samsung wirklich Marktführer geworden im Smartphone-Bereich und haben weltweit außer dem Apple von Platz 2 verdrängt, vorübergehend, sind also weltweit zum zweitgrößten Smartphone-Anbieter geworden nach Samsung. Und das alles innerhalb von wenigen Jahren. Ist im Grunde eine Sensation, aber trotzdem fällt die Aktie. Beim dritten Quartal jetzt, da hat es ein paar Pferdefüße gegeben. Also erstens, es hat bei den Smartphones jetzt kein Wachstum mehr gegeben. Ganz im Gegenteil, der Absatz ist um 6,8% zurückgegangen zum Vorjahr wegen dem berühmten Halbleitermangel. Man hat das zwar ausgleichen können, teils noch durch höherwertige Modelle, aber es hat insgesamt in dem Bereich nur noch ein Umsatzwachstum gegeben von 0,5%. Dann zweitens, der Nettogewinn, der ist eingebrochen zum Vorjahr um 84%. War allerdings jetzt auch kein operatives Problem, sondern das waren Wertberichtigungen, hohe Wertberichtigungen auf Investments. Und wenn man jetzt ganz großzügig ist, dann könnte man eigentlich über beide Dinge da hinwegsehen, weil die Schwäche im Smartphone-Geschäft zum Beispiel, die ist ausgeglichen worden von den Elektrogeräten. Da gibt es ja 1000 Produkte gefühlt, von denen Fernseher, Kühlschränke, Luftbefeuchter, Saugroboter, alles Mögliche. Da gab es nochmal einen Umsatzanstieg von 15,5% und bei den Internetdiensten sogar einen Anstieg von 27%. Und davon abgesehen ist ja auch der Bruttogewinn nochmal um 41% gestiegen zum Vorjahr, was sehr ordentlich ist natürlich. Und der Nettogewinn bereinigt um diese Wertberichtigungen, der ist auch nochmal gestiegen um 25,4%. Es war also jetzt nicht wirklich alles schlecht, sodass man sich vielleicht auch ein bisschen wundern könnte, dass die Anleger die Aktie jetzt gestern nochmal so stark abverkauft haben. Weil das mit der Halbleiterknappheit sollte man meinen, das geht ja hoffentlich irgendwann mal wieder vorbei. Aber vielleicht geht es da eben auch noch um was anderes. Xiaomi ist ein sehr gutes Unternehmen, würde ich sagen. Allein schon diese Riesenpalette an Produkten, die die haben und die offensichtlich ja auch gut sind. Es ist beeindruckend, das Ganze. Aber für die Anleger ist es in den letzten Jahren nie der Punkt gewesen. Sondern was die Anleger komplett verrückt gemacht hat in den letzten Jahren, das war ja, dass man diese ganzen Geräte vernetzen kann und vernetzen soll und dass das dann alles auf einer Plattform läuft, der AIoT-Plattform Artificial Intelligence of Things. Und das hat man sich lange gedacht, das ist dann einfach die Zukunft. Und alles läuft dann über Xiaomi. Und das hat sich ganz fantastisch angehört. Und es ist ja auch so. Also über 400 Millionen Geräte von Xiaomi sind schon an dieser Plattform angeschlossen. Die Frage ist jetzt nur, was passiert jetzt damit? Und das geht den Anlegern gerade auch so ein bisschen auf. Viele Nutzer haben wahrscheinlich gesagt, ja, schön, ich schließe das mal an, ich vernetze das mal, alles nice to have. Aber sie vernetzen jetzt eben nicht ihre kompletten Geräte. Also von den Kunden, die jetzt wirklich fünf oder mehr Geräte in diese Plattform gebracht haben und da zusammen verbunden haben, von denen gibt es erst 8 Millionen. Und da sind wir also noch weit weg von der Weltherrschaft, die man sich da so vorgestellt hat und auch erhofft hat. Und das Zweite ist, vernetzte Staubsauger und solche Dinge, es ist jetzt halt auch nicht ganz das, was man sich da ursprünglich so vorgestellt hat unter diesem großartigen Begriff Internet of Things. Und das Dritte und das vielleicht Wichtigste ist, verdient man damit irgendwann auch mal Geld mit dieser ganzen Plattform? Bis jetzt wohl eher nicht. Es wird nicht extra ausgewiesen, aber und viele, die sich mit der Aktie auch beschäftigen, die verwechseln das leider mit dem Internet-Service-Geschäft. Da wird tatsächlich Geld verdient. Da ist auch der Umsatz um 27% gestiegen, wie gesagt. Aber das ist Umsatz aus dem Smartphone-Betriebssystem, aus MIUI und aus diesen TV- und Fernsehdiensten. Und das ist hauptsächlich Gaming und Werbung.
Und die Internet-Services, die sind schon im dritten Quartal stärker gewachsen als der Gesamtumsatz, also Kunststück, Smartphones ist ja nicht mehr gewachsen, aber sie waren auch nur 9,4% vom Gesamtumsatz. Xiaomi hat immer vollmundig gesagt, wir sehen uns gar nicht als Hardware-Firma, wir sind eigentlich eine Software-Firma. Und die Anleger haben dem applaudiert und haben auch gehofft, jetzt greifen sie mit ihrer Plattform da wirklich nach der Weltherrschaft. Aber zu 90% ist es eben doch noch ein Hardware-Produzent und sollte deswegen auch erstmal auch nur bewertet werden wie ein Hardware-Produzent. Und diese Elektroautopläne, das reißt zurzeit ja eigentlich auch keinen vom Hocker. Ich will da nicht die Nase rümpfen drüber. Ich habe vor 10 Tagen ein Video gemacht zu einem anderen Elektroautobauer aus China, der ist zigmal dubioser als Xiaomi, liegt seitdem übrigens 20% schon im Plus, ist eventuell ein bisschen eine Zockeraktie natürlich. Xiaomi wird bei Elektroautos die Serienproduktion starten 2024. Das wird sehr spannend. Sie wollen aber auch in die Sparte 10 Milliarden Dollar investieren jetzt. Und das ist ungefähr genauso viel Cash, wie sie zurzeit insgesamt haben. Das wird also teuer auch, das Ganze. Und außerdem wird dann, wenn die auf den Markt kommen, der Markt noch um einiges wettbewerbsintensiver sein bei den Elektroautos, als er jetzt schon ist. Xiaomi wird da garantiert was Ordentliches hinstellen, da bin ich mal sicher, aber wenn sie da wirklich erfolgreich sein wollen, dann brauchen sie dafür erstmal viel Geld und dieses Geld werden sie nur haben, wenn sie jetzt erstmal auch ein wirklich erfolgreicher, profitabler Smartphone-Hersteller bleiben. Und auch das ist eben ein hartes Geschäft, bei dem man schnell aufsteigen kann, bei dem man aber auch schnell wieder abstürzen kann. Und das haben wir ja mit anderen Herstellern sehr oft schon erlebt, die letzten Jahre. Vielleicht unterschätze ich die aber auch, vielleicht bin ich da zu pessimistisch. Wenn man sich jetzt die Kursziele anschaut von den Analysten, und zwar nach diesen letzten Zahlen, dann kann man sagen, die liegen fast alle über dem letzten Kurs, teilweise sogar deutlich. Also Xiaomi haben gestern geschlossen in Hongkong zu 19 Hongkong-Dollar 26. Wir haben aber zum Beispiel Kursziele von 27 Hongkong-Dollar von der Credit Suisse, 28,50 Hongkong-Dollar von Goldman Sachs und sogar 32 Hongkong-Dollar von der Citigroup. Und das wäre dann ja schon ein Kurspotenzial von 66%. Ein Spielverderber ist noch die Bank of America, die sieht den fairen Wert nur bei 18 Hongkong-Dollar 70, liegt jetzt aber auch nicht mehr so dramatisch unter dem aktuellen Kurs. Und der allgemeine Tenor bei den Analysten, der ist eigentlich eben auch, also die Halbleiterprobleme, das ist jetzt eben nicht die große Überraschung. Die Zahlen waren jetzt auch nicht so dramatisch, ist eigentlich erwartet worden auch. Und alles in allem traut man Xiaomi eben schon noch was zu. Allerdings, und das betont zum Beispiel eben auch die Bank of America, der Smartphone-Markt wird härter und man darf das auch nicht unterschätzen. Ich würde sagen, Xiaomi ist ein interessantes Unternehmen, natürlich. Es ist auch ein gutes Unternehmen. Sie kriegen jetzt außerdem die Aktie mittlerweile zu einem KGV von 18. Das ist jetzt auch nicht spottbillig, aber es ist okay, weil es im Prinzip ja noch ein Wachstumsunternehmen ist, kann man so sagen. Ich finde aber trotzdem auch, dass die Aktie schon spekulativ ist im Moment noch, weil es gibt einfach ein paar Fragen, die wirklich noch offen sind da. Und im Moment greift man natürlich, wenn man jetzt kauft, außerdem auch ins fallende Messer. Und das Ganze lehrt uns aber auch was anderes. Weil sie wissen ja alle sicher, wie diese Aktie letztes Jahr noch gehypt worden ist. Also allein ja hier auf YouTube auch. Und man kann da wirklich immer nur sagen, wenn über so eine Aktie so begeistert berichtet wird und auch so derart kritiklos teilweise ja auch berichtet wird, dann stellt sich schon immer die Frage oder man muss sich wirklich die Frage stellen, auch wenn ein das Unternehmen selber überzeugt, aber ist die Bewertung noch angemessen und ist es theoretisch vielleicht auch möglich, dass es eventuell doch nicht so kommt, wie im Moment alle glauben. Man kann sowas trotzdem machen, man kann bei so einer Aktie dann schon schnell aufspringen noch auf den Zug, aber man muss im Fall des Falles dann eben auch in der Lage sein, schnell auch wieder abzuspringen. Und das ist nicht ganz so einfach immer.
Okay, und ich habe Ihnen hier ja auch versprochen, dass Sie hier jetzt noch Tipps bekommen für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke in meinen nächsten Videos. Da wird sich heute anbieten der Smart Air Fryer. Das ist jetzt nicht einfach eine Heißluftfritteuse, sondern das ist eine smarte Heißluftfritteuse und natürlich von Xiaomi. Die macht alles selbst, hat komplette Kochprogramme, das heißt, sie schmeißen Fleisch, Eier, Käse einfach rein und es kommt dann als Cordon Bleu wieder raus. Das Ding macht sogar Joghurt. Wie das gehen soll bei einer Heißluftfritteuse, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fragen Sie da den Schubeck, der hat jetzt auch viel Zeit. Aber das ist ja noch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, hier kommt wirklich die Zukunft. Hier kommt das, wovon wir alle träumen. Sie können diese Fritteuse nämlich programmieren über die Smartphone-App und Sie können sie sogar steuern, auch über Amazon Alexa. Also nie wieder ein Handgriff zu viel und nie wieder morgens früh um 5 im Bett liegen und das Essen ist noch nicht heiß. Ab jetzt gibt es Haxe mit Knödel noch vor dem ersten Kaffee. Aber trotzdem ist die Fritteuse heute nicht mein offizieller Geschenktipp, weil hat eh schon jeder sowas. Mein Favorit, ganz klar, die Xiaomi Jupin Toilet Brush. Eine Toilettenbürste mit Motor im Rotationskopf, 300 Umdrehungen pro Minute. Und das ist noch nicht alles. Nämlich, wenn Sie die zurück in den Kasten stellen, dann sterilisiert die sich auch noch selber mit UV-Licht. Da würde ich sagen, mehr geht nicht. Das ist das Produkt, mit dem Xiaomi sich wirklich eine Marktposition erkämpft hat, die unerreichbar ist. Kleiner Wermutstropfen, Sie können diese Toilettenbürste nicht über Ihre App steuern. Sie werden also auch in Zukunft, wenn Sie unterwegs sind, leben müssen mit der schlimmsten aller Erkenntnisse, nämlich, dass während Sie ahnungslos über die Autobahn fahren, dass sich daheim auf Ihrer Toilettenbürste Bakterien vermehren und Sie können nichts dagegen machen. Aber wenn ich diese Bürste hier schon bringe, dann muss ich auf eins auch hinweisen, unbedingt, nämlich auf den Aktienkanal von meinem hochgeschätzten Kollegen Armin Brack, ein sehr sympathischer und sehr fähiger Kollege, der gerade auch die Aktie von Xiaomi ja schon sehr lang verfolgt und der da immer wieder kompetent drüber berichtet hat. Und davon habe ich zum Beispiel sehr profitiert von diesen Beiträgen. Und noch nicht mal diese Toilettenbürste habe ich selber gefunden, sondern auch die hat der Armin vor mir entdeckt. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Und was mich betrifft, bei diesem Video diesmal, da ist auch fast alles geklaut. Also schauen Sie lieber auch mal vorbei beim Aktienkanal von Armin Brack. Ist ein weit überdurchschnittlicher, sehr guter Kanal. Und bei mir geht es nächste Woche wieder mal um die Türkei, wo wir jetzt nochmal einen dramatischen Absturz der türkischen Lira gehabt haben und wo wir uns jetzt tatsächlich wirklich die Frage stellen müssen, ob die Türkei unter diesen Entwicklungen jetzt auch kollabieren könnte. Es würde mich freuen, wenn Sie bei diesem sehr spannenden Thema wieder mit dabei sind und denken Sie aber auch noch dran, dass Sie sich noch eintragen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, für unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report mit unserer Einschätzung zu den Aktien der chinesischen Technologieunternehmen Tencent, Alibaba und so weiter. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.